Servus, meine vom Chaos verseuchte Bande und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir spielen heute mal, wie gesagt, mit dem Chaos gegen das Imperium. Und ich habe mir gedacht, ich bringe mal eine relativ schwache Frontlinie mit, die aus 5 Chaos-Barbaren besteht. Sowie 2 aufstrebenden Champions. Die finde ich eigentlich immer ganz gut, wenn man sich entscheidet, so eine barbarenlastige Frontlinie zu bringen. Dann finde ich diese aufstrebenden Champions eigentlich immer gut, weil die eure Barbaren einfach noch ein bisschen länger im Kampf lassen. Dann haben wir noch Satorel dabei. Mit 3 Zaubern, die eigentlich, naja, mal gucken, wie die sich so schlagen werden. Den Sengel der Verderben habe ich gegen die Fernkämpfer dabei, gegen so was wie Musketen. Finale Transmutation auch als Schadenszauber und nochmal einen dritten Schadenszauber. Mal gucken, wie die sich so schlagen werden. Ich wusste einfach nicht jetzt gerade, was ich nehmen soll, deswegen habe ich einfach mal die genommen. Dann haben wir noch einen Blutbestien-Streitwagen, der auf die linke Flanke kommt. Auch immer recht praktisch, wenn man mit dem Chaos durch die Linien der imperialen Truppen brechen kann. Dann haben wir noch eine Einheit Chaos-Ritter dabei. Und wir haben noch einen Schaggot, der auch durch die Linien brechen soll. Und wir haben nochmal einen erhabenen Champion, also 5 große, auf einem Manticore, also 5 große Einheiten, die ja durch die Linien brechen können. Das heißt, wir können schon mal mindestens 5 Fernkämpfer binden. Also mal sehen. Unser Gegner ist auch schon fertig. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal gleich los. Okay, steht da drüben. Mit einer Menge Kavallerie, okay. Schützenreiter mit Granatwerfern und 2 normale Schützenreiter. Da haben wir vielleicht unsere Hunde. Können wir mit denen beschäftigen. Er hat hier auch Demigreifen. Demigreifen sollten wir eigentlich mit unserem Schaggot platt kriegen. Und wir haben ja auch noch unsere... Okay, alles klar. Schnappt euch die Hunde, sehr schön. Wenn wir mit unserer anderen Kavallerie hier rumkommen, obwohl ich die eigentlich lieber hier hinten hätte jetzt. Sein Lichtmagier steht da hinten. Ne, das ist ein Lebensmagier, interessant. Und er hat hier hinten noch den Hexenhammer, sehr schöne Wahl. Und jede Menge Truppen, die ich nicht sehen kann, das wundert mich gerade ein bisschen. So, hier müssen wir jetzt nur aufpassen, dass uns nicht der... dass uns nicht die Demigreifen hier platt machen. So, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt ist Vorsicht geboten. Hier kommen nämlich jetzt schon die Demigreifen raus. Und wir wollen natürlich, haben da natürlich keinen Bock drauf. Wir müssen natürlich jetzt versuchen, hier mit unseren rüstungsdurchdringenden Infanterietruppen auf die Demigreifen zu gehen. So, mit denen zu binden. Und wenn er hier jetzt blobt, dann können wir ihn wahrscheinlich recht gut. Okay. Gucken wir mal, ob die finale Transmutation da was reißen kann. Hier hinten unsere Kavallerie brauchen wir jetzt auch mal. Die stehen da schon zu lang rum. Das Chaoshühnchen kommt mal mit hier hinter. Und hier sind unsere rüstungsfähigen Truppen, wunderbar. Die Großschwerter hier, da müssen wir nur ein bisschen drauf aufpassen. So, hier kommt jetzt unsere Kavallerie auf die Kanone, sehr schön. Unser Schaggot und die anderen Truppen machen hier auch ein bisschen Ärger. Mal gucken, wie gut wir die hier platt kriegen werden. Ich brauche hier noch eigentlich mehr magische Unterstützung im Grunde genommen. Ich bräuchte jetzt nochmal die finale Transmutation, das wäre jetzt hier natürlich optimal. Oh, er hat hier die Demigreifen auf meinem General schon drauf, das ist nicht gut. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall weg, weil das ist gefährlich. Außerdem ist es nicht so toll, dass er hier seinen Jadezauberer hat. Der uns, der seine Demigreifen hier immer wieder hochhält. Ich würde mir fast noch ein bisschen mehr Unterstützung da unten wünschen.
Ah, der Schaggott, der ballert schon ganz gut rein. Ich versuche jetzt einfach mal mit dem Magier hier, mit meinem Chaoshühnchen hier nochmal weiter einfach drin stehen zu bleiben. Mal gucken, ob wir hier noch was reißen können. So, hier brauche ich jetzt halt schnell die Unterstützung meiner anderen Truppen. Die haben wir allerdings schon gebrochen. Das heißt, wir können jetzt unsere Kavallerie hier hinterziehen. Und dass die hier ein bisschen im Kampf mitmacht. Gleich haben wir wieder eine finale Transmutation. Und die Infanterie kann sich einfach mal hier um den Rest kümmern. Ich würde es ganz gerne mal, dass die hier mal mit eingreifen. Und wir müssen uns hier wieder zurück. Wir müssen hier ein bisschen so eine Schlinge machen. Unser Held wird schon ziemlich zerschnetzelt von den Demigreifen. Ich will jetzt auch nochmal hier raus. Wir setzen trotzdem nochmal eine finale Transmutation ein. Holen uns mit der Kavallerie mal seinen Magier. Sehr schön. Jawohl. Okay, ihr merkt jetzt schon, dass er hier ein bisschen gefährdet ist. Schade ist nur, ich brauche hier noch mehr Infanterieunterstützung eigentlich. Okay, wenn er jetzt halt hier abhaut, dann kommen wir zurück mit unseren Demigreifen. Mit unseren Chaosrittern und holen uns jetzt noch die restlichen Demigreifen. Ich brauche jetzt halt mal die rüstungsdringende Infanterie hier in dem Kampf. Ja, weil die Chaosritter, die sind jetzt nicht irgendwie... Die sollte man wirklich nicht unterschätzen. Die können so Demigreifen schon ziemlich platt machen. Vor allem nachdem die Demigreifen jetzt auch genervt worden sind. Leider. Und ich denke mal, mit der Unterstützung unserer Chaosritter müssten wir die westlichen Demigreifen hier platt kriegen. Okay, jetzt können wir mit unserem General den Jademagier hier angreifen. Ja, und mit seinen Skirmish-Kavallerie kann er gerne hier rumschießen, ist mir ehrlich gesagt egal. Der Kampf hier ist jetzt der wichtigere. Den müssen wir jetzt gewinnen. Weil wer den Kampf hier gewinnt, der gewinnt die Schlacht. Nachdem seine Kanone jetzt schon ausgeschalten ist. Und unser Schaggott geht jetzt hier gegen den Erzlektor, hat er dabei. Coole Entscheidung. Erzlektor ist eine echt coole Einheit. Der leider viel zu selten gebracht wird. Auch cool, dass er den, dass er Granatwerfer mitgebracht hat. Die Granatwerfer werden ja jetzt, wenn die Tomb Kings rauskommen, nochmal gebufft. Die Granatwerfer kriegen mehr Reichweite und machen mehr Schaden. Und jetzt verstehe ich nicht, warum jetzt hier ständig abhaut. Ich denke nicht, dass er von uns davon kommt, weil unser Manticore schneller ist als er. Manteco hat eine 85er Geschwindigkeit und er hat nur momentan hat eine 58er. Also da wird er wahrscheinlich nicht davon kommen. Und wenn der Erzlektor jetzt hier dann niedergeht, dann war es das wahrscheinlich auch. Für unseren Gegner. So, wir machen mit unserer Infanterie hier mal so ein bisschen so eine schützende Linie. Um dann die Schützenseite hier platt machen zu können. Weil mit denen wird er uns natürlich jetzt noch kiten, bis es nicht mehr geht. Okay, aber auf jeden Fall stirbt schon mal sein Held. Und jetzt halt müssen wir uns halt überlegen, wie wir unsere großen Truppen zum Einsatz bringen werden. Leider haben wir unsere Wägen jetzt schon verloren. So. Okay. Ich meine, irgendwann wird in die Munition ausgehen und das Schöne ist, dass wir noch so viele Barbaren haben, an denen er seine Munition verschwenden kann. Er schießt es hier aufs Chaoshühnchen. Das kann er gerne machen. Das Chaoshühnchen hat nämlich eine sehr hohe Geschossresistenz. Und wir bilden hier einfach mal schon mal so eine Art Linie um ihn rum. Mit dem Schaggott, der nach hinten kommt. Mit dem müssen wir allerdings aufpassen, weil der sehr anfällig ist gegen das Feuer der Schützenreiter. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Will jetzt hier durchschlüpfen.
Der Schaggott kommt mal hier rum. Das sind ja leider auch Schützenreiter. Verdammt, das ist jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, wo ich gerade gesagt habe, dass ich ihn nicht machen will. Hat noch 650 HP. Wir gehen einfach mal hier nach hinten zurück. Wir wollen hier auf gar keinen Fall uns fangen lassen. Okay, jetzt flieht er sogar schon. Alles, naja, macht nichts. Also er hat jetzt nicht mehr so viel Munition. Das ist okay. Und wir haben noch genug Infanterie, die wir in das Feuer der Schützen weiter schicken können. Also kein Problem. Den Jade-Zauberer da hinten würde ich gerne mal platt machen. Gehen wir mit der schnellsten Einheit hinter, die wir haben. Ich glaube nicht, dass uns der Manticore, naja, er würde uns jetzt hier natürlich schon auch was bringen gegen diese Schützen weiter. Aber gut. Schaggott stellen wir mal hier hinten rein in den Wald. Die Granaten haben jetzt schon gleich keine Munition mehr. Und ja, die Überlegung war jetzt halt gerade, ob ich den Manticore nicht doch hier hinten dringender bräuchte, als jetzt hier um den Magierplatz zu machen. Aber ich denke mal, den Magierplatz zu machen wäre schon auch eine wichtige Sache. Einfach auch aufgrund des Moralschadens, den unser Gegner dadurch nehmen wird. Mal gucken. Das Chaos-Hühnchen kann natürlich auch noch seine Magie auf die Schützen weiter anwenden. Ich meine, das kann er denen zwar leicht dodgen, aber vielleicht kriegen wir ja noch einen drauf. Okay, jetzt flieht seine Armee teilweise schon. Ja, das ist dadurch, dass sie den Offizier noch vernichtet haben. Hat er Armeeverluste erlitten. Und jawohl. Schönes Match. Vielen Dank an meinen Gegner. Kevin hieß er, glaube ich. KVN, genau. Und eigentlich eine ziemlich interessante Armee. Habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Er hatte kaum Infanterie. Eigentlich ist es eine ziemlich interessante Armee. Aber halt auch schwierig zu micromanagen. Aber gut, okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Haut rein, ciao.